Melissa eröffnet ihr Konzertjahr 2024. Österreichs größte Bühnenkünstlerin, ausgerechnet auf der kleinsten Konzertbühne des Landes. In Portofino, Vienna, wo gerade mal 360 Fans Platz finden. Und die Shows hier vor allem deshalb besonders genießen, weil man nirgendwo seinem Idol so nahe kommt wie hier. Wenn man sich vorstellt, dass Melissa ab nächsten Jahr, sage ich mal, vor Minimum 5.000 Leute spielt und wir heute zu 400 vor ihr shaken, das ist doch einzigartig, oder? Und auch Melissa genoss sichtlich den direkten Kontakt mit ihren Fans. Auch die Location, die sie schon zum zweiten Mal mit ihrer Liveband rockte. Melissa hat ja vor kurzem gesagt, das ist ihr Wohnzimmer oder ein Wohnzimmerkonzert, die kleine Stadthalle. Was man heute sieht, das ist wirklich gigantisch. Die Leute sind derartig, wie soll ich jetzt sagen, enthusiasmiert. Du hast es gesagt, ich kann es nicht aussprechen, ja. Aber noch einmal, es ist wirklich unglaublich. Von der ersten Sekunde an einfach Stimmung pur. Die Leute, das sind aber wirklich Hardcore-Fans, die bekommen heute das, was sie vielleicht öfter schon gesehen haben, aber nicht so nah oder nicht so persönlich. Und die Melissa, glaube ich, ist heute wirklich gut drauf. Aber ist sie das nicht immer? Aus gegebenem Anlass ganz direkt die Frage, bist du glücklich? Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht glücklich, dann glaube ich, war ich einfach nie im Leben zufrieden. Also mir geht's gut, ich habe eine super Band, ich gehe wieder auf Tour, ich habe heute ausverkauft gehabt, das freut mich auch. Und ja, es soll nicht schlechter werden, hoffentlich. Ja, in einem Podcast-Interview kürzlich sprach sie erstmals über psychische Belastungen, die ihr fröhlicher Job mit sich bringt. Wie kann auch eine Frohnatur wie du, die immer Sonnenschein verbreitet, im schönen Lesachtal lebt, über die heile Welt singt, die kann ja keine psychischen Probleme haben, dachte ich. Man muss dann schon unterscheiden. Es war ein Thema, die psychische Belastung. Das geben sehr wenige zu, aber gefühlt jeder hat's. Und was mir aufgefallen ist, ich habe so viele Nachrichten gekriegt zu dem Podcast von Menschen, die dann schreiben, sie haben sich nie getraut, das zu sagen. Und da frage ich mich halt schon, über Kopfweh oder Grippe redet jeder oder Corona und über das redet keiner. Das ist ein Thema, das einfach uns alle betrifft. Und ich glaube, der Druck, der Gesellschaftsdruck, der wird immer größer. Jeder will immer besser, schöner sein. Und unterm Strich sind wir alles die gleichen. Wir versuchen immer, alle zu funktionieren. Und auch ich funktioniere nicht immer. Ich bin keine Maschine, ich bin einfach auch nur ein Mensch. Einer, dem die Kinderherzen zufliegen. Und die kinderlose Sängerin weiß, mit dem Kleinen umzugehen. Den Kleinen bietet Melissa bald auch eine noch größere Bühne. Denn Kinder sind die wahren Helden unserer Gesellschaft, proklamiert Melissa und lädt am 3. Juli zu einem Heldenzirkus nach Kapfenberg. Es gibt ja viele Charity-Projekte und Kinder sind halt so mein Schwachpunkt. Immer schon gewesen. Und dann haben wir gesagt, einen Heldenzirkus, wo die Kleinen was davon haben, wo wir auch zu einer christlichen Zeit spielen. Und da lade ich natürlich alle ganz herzlich ein. Danke, dass ihr heute da seid. Du bist ja Kärntnerin, gell? Ich könnte eigentlich ich mit heimnehmen. Hättest du gern eigene? Irgendwann sicher, aber jetzt habe ich einfach keine Zeit dafür. Also jetzt fühle ich mich so wie die Tante von allen irgendwie so, die dann die Kinder wieder mit heimschickt. Ja, man weiß es nicht. Daheim geht schon wild zu in meiner Verwandtschaft, aber ich habe halt so viele Ziele noch eigentlich. Vor allem, oder wie man im schönen Lesachtal sagen würde, erst muss geheiratet werden. Der Mann dafür wäre, wie wir seit Mörbisch wissen, ja da. Ist er ein Mann zum Heiraten? Bist du eine Frau zum Heiraten? Also ich bin sicherlich eine Frau zu heiraten, glaube ich, weil ich bin echt wenig daheim. Mach wenig Probleme, bin selbstständig, bin von keinem abhängig, sondern stehe eigentlich ganz selbstbewusst mit beide Haxen im Leben. Und das war mir eigentlich immer ganz wichtig, dass man reich heiraten war für mich nie ein Thema. Dafür bin ich viel zu sehr Alpha. Aber ich glaube, wenn man sich einen Partner aussucht, dann geht man schon einmal davon aus, dass es passt. Also vor 15 Jahren habe ich da anders gedacht. Man dachte, mit wem verbringe ich die nächsten 3 Monate? Nein. An einem hat sich jedenfalls nichts geändert.